Damit herzlich willkommen zu Game Nummer 1 zwischen dem Team UNSKL und WND. Team Grün spielt mit folgender Schiffsaufstellung mit einer Montana, einer Repu, DM, einer Booster, Doppelschima, Doppeldaring. Auf der anderen Seite bei Team Rot haben wir. Eine Monty, eine Repo, eine DM, Doppel-Salem, Haragumo, Triple Daring. Ja, einfach mal wirken lassen und gucken, was passiert. Wir gehen zu WND rüber, schauen, wie die Jungs sich aufteilen. Da sehen wir Salem, Gearing, Montana fahren Richtung C. Eine Daring in die Mitte und der Rest fährt erstmal Richtung A. Mit dem Smoketrain. Auf der anderen Seite bei Team Grün UNSKL haben wir Doppelschima zu A Daring fährt in die Mitte Booster wird wahrscheinlich mit den Schima Kase im Smoke Train arbeiten und wir haben eine Repu auf der Flanke die mit supportet auf der anderen Seite eine Daring eine DM eine Montana und eine Zao genau und Comrade, ich grüße dich, vielen Dank für dein Follow, herzlich willkommen beim Stream und dir natürlich auch viel Spaß weiterhin. Ich denke, gerade in der Mitte werden sich die zwei Darings gleich mal begegnen. Radar Support können wir aktuell noch nicht drauf schließen. Ich müsste mal gucken, ob die aktuellen Mods schon wieder geladen sind bei Aslan, ob das jetzt wieder funktioniert, wäre natürlich ganz interessant. Gut, auch auf der anderen Seite sehen wir die anderen Darings, die sich so langsam begegnen. Im C-Cap auf A werfen die Shimas jetzt gleich mal ihre Torps eng hier ran, wahrscheinlich auch breit. Die Daring wird wahrscheinlich Hydro laufen haben und da Druck aufbauen, um sich nicht raustorpen zu lassen. Die Torps sind gar nicht so schlecht, aber er kommt hier gut an die Insel. Wir sehen den ersten Gunfight zwischen den zwei Darings in C, den die Daring von UNSKL ganz gut für sich entscheiden kann, macht dann guten Trade, auf jeden Fall sehr, sehr solide Crush-Shots von der Monty auf die Zau, connected da was. Nein, aber in A geht es jetzt rund. Booster hat ihren Smoke gezogen. Shima setzt ihre Ganz ein. Da wird aber so einiges zurückkommen, denke ich mal. Ich weiß nicht, ob das so ein, so ein guter Trade wird hier gegen Haragumo, Repu, DM. Daring, die noch mit drauf schießt. Der ist jetzt eine Zeit lang spotted. Äh, Deadnox, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen auch an dich. Und viel Spaß im Stream. Also, die Jungs werden gut gefarmt. Die Tops sind aber auch nicht schlecht. Laufen aber aus von der Range her nicht ausreichend. Die Shima Karsen spielen beide mit 12 Kilometer Tops, finde ich auch sinnvoll. Wir sehen auf der anderen Seite in C, die Daring leidet richtig, wird nochmal gespottet, wahrscheinlich durch Radar von der DM. Droppt relativ low in dem Fall auf 5K runter. Jetzt kommt das Radar, wahrscheinlich war er noch Hydro-spottet, ist jetzt weiterhin spottet. Ich denke, da werden gleich die nächsten Shots von der Daring kommen, um ihn noch weiter runterschießen zu können. Ah, da kommen die Shots auch von der von der Zau. Jetzt ist die Frage, wie viel connected ab. Da. Die Daring gibt sich hier Mühe, so viel wie möglich zu dodgen von den incoming Shells, aber da kommt halt auch so einiges geflogen. Auf der anderen Seite denke ich mal, sind das hier Blindshots von der Wuster auf die Daring, die im Arcap steht, um dann die Resets zu bekommen, aber es sieht nicht so aus, als würden sie da die Resets kriegen. Und die Daring kriegt das A-Cap. Auf der anderen Seite kriegt USNKL das B-Cap. Damit Cap-Anzahl ausgeglichen. Punkteanzahl auch relativ even, was die HP angeht. Gerade im C-Cap leichter Vorteil für UNSKL. Ja, ähm, es wird jetzt so sein: WND wird versuchen, ihren Smoketrain in Position zu bringen. Um die Booster wegzudrücken, um die Schimas wegzudrücken. Natürlich kommen hier sehr, sehr viele Torps durch die Schimakase. Äh, muss man ja sagen. Schauen wir mal, was die Torps hier so machen. Ob die auch wirklich für entsprechenden Damage gehen. Nee, sieht nicht so aus. Kriegen sie gut gedodged. Repo ballert immer mal wieder auf die andere Repo. Ich meine, auf. 20 Kilometer passiert da nicht so viel. Jetzt ist die Daring hier gecatcht von Salem und Daring. Ich glaube, der wird hier rausgehen gegen die Feuerpower. Das wirst du nicht dodgen können. Und er ist halt auch im Radar drin und damit First Blood für WND. Gut abgewartet. Daring äh Salem Position gebracht und dann den DD gekillt. Das heißt, damit wird das B-Cap sehr wahrscheinlich auch noch an WND geben. Doppel Cap dann für WND. Auf der anderen Seite der Smoke Train fängt an zu arbeiten, drückt UN SKL ein bisschen raus. Auf der Flanke Torps sind aber auf dem Weg. DM schiebt sich jetzt rein, muss hier ein bisschen aufpassen. Die Monty steht auch gar nicht so schlecht, um ihn hier zu punishen. Ja, er kann jetzt sich nicht hier reinstellen und Druck aufbauen. Aber sie holen sich auf C, Team Grün, das äh, Cap zurück. Ähm, Daring wird wahrscheinlich Hydro anhaben und deswegen die Torps äh, nicht so problematisch sehen wie vielleicht ein anderer DD. Overall, jetzt ein Lead für WND durch den Kill, durchs Doppelcap. Das tickt natürlich inzwischen relativ stark. Ähm, Haragumo muss jetzt abbrechen, war jetzt spotted, hat wahrscheinlich gegant. Ähm, da kommen auch nochmal viele Torps für die DM, die steht aber schon im Kite. Kommt da ganz gut raus. Also, WND weiß, sie können das gemütlich über die zwei Caps spielen. Machen sie auch erstmal so. Der Gegner muss erstmal backcappen. Sie haben den Vorteil, sie haben die Mitte sehr, sehr offen in dem Fall. Das heißt, die Daring und die Salem sind hier gut am Verteidigen des B-Caps. Sind auch breit aufgestellt. Jetzt ist die Frage für Team Grün, für UNSKL: Wie kriegen sie da. Einen Cap zurück. Hier drüben haben sie eigentlich die Schiffsüberzahl. Sie haben zwei DDs, sie haben eine Repu und eine Wooster, aber sie kommen halt nicht an diesem Smoke Train vorbei. Die Monty versucht sich jetzt ein bisschen weiter mittig zu positionieren, der Daring Deckung zu geben, dass sie vielleicht das B-Cap wiederbekommen. Das eröffnet natürlich Möglichkeiten für WND hier auf der C-Seite. Die Salem ist schon auf dem Weg nach innen. Ähm. WNSKL, äh, SKL. Gibt so ein bisschen auch die Flanke auf, macht es natürlich der Salem hier äh, Ziemlich leicht, bis hier vorzufahren. Und wenn du meine Salem hier geparkt hast, wird es natürlich unangenehm. Auf der A-Seite Schima gespottet. Wahrscheinlich durch Radar von der DM. Aber kommt da auch ganz gut wieder raus. Also, sie versuchen hier so langsam WND rauszudrücken. Das funktioniert ganz gut. Das heißt, die Shima wird demnächst wahrscheinlich auch versuchen, A zu cappen. Die Shima, äh, die Daring von Team Grün schiebt jetzt in die Mitte rein. Ähm, versucht, da zu cappen. Die, die, äh, die Salem hat natürlich ein relativ gutes Game, weil er kann nicht gespottet werden. Er ist von hier zu, er ist von, äh, von der anderen Seite zu. Er kann frei auf die Monty farmen, die halt jetzt los in hier geparkt ist. Und WND schickt jetzt alles, was irgendwie schießen kann, auf diese Monty drauf. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Daring versucht reinzuziehen, um mitzufarmen. Ähm, jetzt gehen die Shots auf die Daring, die hier spottet ist. Die Frage ist, wie wird der Trade sein? Und die andere Frage ist, schafft es die Monty noch zuzugehen, bevor sie runter geht? Ich meine, sie hat einen Doppelbrand und da kommen noch sehr, sehr viele Shots. Ich, wenn sie jetzt keinen Heal mehr bekommt, keine Damage kommt, denke ich, ist die Monty soweit raus, so sieht's aus, damit Monty raus und ich sag mal so, es wird nicht unbedingt einfacher für Team Grün in dem Fall, da wieder den Weg ins Cap zu finden, sie verlieren immer mal wieder Schiffe beim Versuch, auf den Cap zu gehen, WND macht das natürlich auch gut, die stehen gut breit, verteidigen das A-Cap mit ihrem Smoketrain sehr, sehr effektiv, sind in der Mitte gut ähm, angesiedelt haben da eine gute, gute Aufstellung mit Salem und Daring und die Salem schafft es jetzt auch natürlich auf der anderen Seite reinzufahren. Also, wenn hat es jetzt geschafft, über das komplette Game die Jungs von UNSKL rauszudrücken aus den Caps und diese Caps auch so weit abzusichern, dass sie nicht wirklich reinkommen. Also ich sehe in dem Match eigentlich keine Möglichkeit, für Team Grün da nochmal zurückzukommen. BND ist gut aufgestellt an allen Caps, hat überall einen DD stehen, hat hinter jeder Insel einen 8-Kilometer-Radar stehen, haben überall Cap Control, können überall schießen, haben jetzt, schieben jetzt ihre Repo ein bisschen mittiger rein, weil gut, den, das bisschen Daring DPM wird die Repo schon easy tanken können. Da geht das Radar an von der DM. Ja, sie haben halt immer eine Antwort, ne? Das ist, es, das ist so ein bisschen das Problem. BND kriegt sofort Druck, Druck drauf, wenn ähm, Team UNSKL was probiert. Ja, wenn sie hier reinfahren, ist sofort ein Radar da, ist sofort ein Spotting da. Die Salem schiebt jetzt auch nach A, um das zu verteidigen, weil sie in der Mitte halt safe sind mit Daring Repu. Auf der anderen Seite Salem Daring. Da kommt halt einfach nichts mehr rein und. Die DM versucht jetzt für einen Move zu gehen, aber das BB hat sich halt schon reingeschoben. Ich denke nicht, dass er da wirklich was rauskriegt. Äh, in dem Fall. ein Gude, ich grüße dich. Hallo. Gut, hier die DM ist relativ low, aber ist halt auch zu. Und da geht eine Schima raus. Und dann noch die DM. Und damit ist eigentlich der Deckel drauf für WND in Game Nummer 1. Sie haben die Caps, wenn jetzt niemand hier stirbt und ich sehe nicht wirklich ein Schiff, was hier gerade sterben sollte, außer die DM, aber die ist halt im Smoke zu. Und damit holen sie sich sehr, sehr souverän die Map North. Das erste Game, wobei hier nochmal Crush Shots auf die Salem kommen, aber die kommen nicht mehr in Time an und connecten auch nicht wirklich. Ja, liebe Leute, damit 1 zu 0 für WND, solide gespielt, über Zeit konzentriert, Druck aufgebaut auf die Caps, entscheidende Kills gemacht auf den DDs. Und ähm, ja, das Problem für, für UNSKL war halt, sie konnten mit ihren schemas keine entscheidenden Torpits landen. Das ist halt das Problem beim Torpedo-DD, das ist halt sehr AMG-lastig und da kommst du halt nicht immer auf das, was du unbedingt haben möchtest.